lassen wir den erstmal aufladen. So, nebenbei können wir jetzt eigentlich zusehen, dass wir schon ein bisschen was abgebaut kriegen da unten. Soll heißen, wir gehen jetzt mal langsam los und springen mal nach unten für Diamanten. Gucken wir mal, was wir da so finden. Erstmal den ganzen Kram loswerden, den wir jetzt gerade nicht brauchen. Ich hätte mir die Charging Bench also eigentlich sparen können. Ist aber eigentlich gar nicht mal schlecht, dass wir sie jetzt haben. Weil wir hier mehrere Sachen auf einmal aufladen können. Zum Beispiel ihn hier. K. Naja, da werden wir ordentlich was reinpacken müssen. Gut, ich würde sagen, wir machen da jetzt einfach mal, ne, wir gehen jetzt hier einfach mal los und gucken wir mal einfach mal, wie weit wir hier unten jetzt kommen. Jetzt geht's auf Diamantengesuche. Und auf Eisengesuche müssen wir nachher auch nochmal. Die ganzen Dinge können wir jetzt eigentlich erstmal vergessen. Die brauchen wir nicht mehr. Was war das jetzt? Achso. Ach, hier war das. Hier war das. Alles klar. Ich möchte aber gerne ganz nach unten. Ganz nach unten möchte er. Gut, und dann würde ich sagen, gehen wir hier mal. Ihr seht schon, das geht schön schnell alles hier. Was ist das? Das müsste Cinnabar sein. Also, Zinnober heißt das hier. Okay. Da haben wir Redstone schon wieder. Das ist auch sehr klassisch hier schon wieder. Dann wollen wir gleich mal anfangen. Und der Power... Ja, dieser Powerhandschuh ersetzt jetzt quasi sämtliche Werkzeuge, die wir brauchen. Die muss man nur einbauen in das Ding und dann ja, hat man die dabei. Dann spart man ordentlich Platz im Inventar und muss nur gucken, dass man alles wieder aufgeladen kriegt. Wie ihr seht, ist jetzt hier auch schon ein bisschen Strom raus aus dem ganzen Mist. Was ist... Spinne? Nein, keine Spinne. Das hörte sich gerade so verdammt nach Spinne an. Es ist immer eine Spinne, aber es ist die Frage, wo ist dieses Mistvieh? Ah, Silberfisch. Ich habe aber kein Schwert mehr. Das heißt, ich muss da jetzt so drauf kloppen. Wir müssen uns mal... Ist hier noch irgendwo einer? Das hört sich gerade noch so an, als wäre hier noch irgendwo einer. Na egal. Da sind auch Silberfische drin. Da sind keine drin, aber hier müssten wieder welche drin sein. Das werden hier mal mehr. Hilfe! Jetzt muss ich aber... Die kriegen mich, die Schweine. Lass mich durch! Ich brauche ein Schwert. Aber ganz schnell. Mistviecher Elende. Kommen die jetzt hier hoch? Ne, die kommen hier nicht hoch. Die werden da unten jetzt alles wegfressen. Das heißt, ich muss zusehen, dass ich da unten wieder hinkomme. Die fressen mir jetzt da unten das halbe Bergwerk weg. Ja. Kommen sie zu, dass du hochkommst hier. Ich brauche ein Schwert. Aber ganz dringend. Ja. Wollen die mich auch noch angreifen? Ja, wollen sie immer noch. Erstmal wieder ein Schwert basteln. Okay, Stöcker. Irgendwas mit Stöckern hier. Holz, irgendwas. Da, Holz. Da, hier ist noch mehr Holz. Da. Und jetzt brauche ich... Ich habe doch bestimmt irgendwo noch Eisen und... gut, dann machen wir uns eben ein Pflastersteinschwert. Na komm hier. Ach, die doch nicht. So, das packen wir mal hier hin und die nehmen wir auch noch alle mit und jetzt gehen wir hier wieder Viecher kloppen da unten. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ab nach unten. Elende Drecksviecher ihr. Wo sind die? Die warten jetzt bestimmt hier unten auf uns oder so. Ich glaube, die haben sich verflüchtigt. Ich glaube, hier sind keine mehr. Die sind wieder weg. Die haben sich jetzt irgendwohin zurückgezogen, wo sie keinen Aas mehr findet. Beziehungsweise ich sie wahrscheinlich jetzt wieder gleich finde, wenn ich sie wieder ausgrabe hier. Ja, toll.
Diese elenden Drecksviecher. So, schmeißen wir hier nochmal ein Fäckelchen. Und hier, das Ganze funktioniert übrigens auch als Schaufel, wie man hier gerade sehr gut sehen kann. Hier haben wir noch ordentlich Kohle, die können wir noch mitnehmen. Und immer schön die Erde rausgraben hier. Die Erde werden wir nachher noch haufenweise brauchen. Wenn ich sage haufenweise, dann meine ich haufenweise. Mehrere 10.000 Stück für die Baumfarm, nämlich die ich hier vorhab. Das wird dann auch noch interessant werden. So, mal die Kohle hier noch wieder rauskloppen hier unten. Ist ja nicht so, dass ich die gerade nicht gesehen hätte. Da haben wir Pflastersteine, Fliefla Pflastersteine. Da war auch noch Kohle. Nehmen wir auch noch mit raus hier, zack. Jetzt können wir zumindest erstmal ein bisschen graben hier. Nach allen möglichen schönen Sachen. Und dann möchte ich nachher auch noch ein Nachtsichtgerät in diesen Modular Power Suit mit rein haben. Zum einfachen Grunde, weil ich da gerne mal nachts was sehen möchte. So, das erstmal alles wieder wegarbeiten hier. Hier in den Dreckskies hier. Den mag ich ja überhaupt nicht mehr allmählich. Den findest du immer in einer Tour, dann fällt das runter, willst du weitergraben? Nein, keine Chance. Noch eine Lage Kies und noch eine und noch eine und noch eine. Das nimmt meistens gar kein Ende mehr. So. Wer mal in den anderen Let's Plays gesehen hat, weiß, dass ich normalerweise immer einen Gang mache, der 6 hoch ist. Jetzt mache ich hier nur 4 hoch, weil ich erstmal vorwärts kommen möchte. Ich habe da nämlich hinten irgendwas gesehen, was man auf der Karte da sehen kann. Dieses merkwürdige, na das da eben, was da geradeaus ist. Das sieht mir gewaltig nach, ja, einem Dungeon aus. Das Minenschacht denke ich nicht, dass es es ist. Es muss irgendwas anderes sein. Minenschächte sehen anders aus irgendwie. Also zumindest habe ich das anders in Erinnerung. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich anders ist, aber... Oh, hier Eisen, klasse. Jetzt brauche ich aber Diamanten. Jetzt finde ich Eisen. Ich finde immer genau das, was ich gerade nicht brauche. Wenn ich mich nachher woanders hingrabe, dann finde ich bestimmt Diamanten, wenn ich dann schon keine mehr brauche. Kenne ich auch zu Genüge. Jetzt meine Fackel wieder an die Wände hier. 15,9k Energie haben wir noch, das sieht man auf der rechten Seite. Wer es noch nicht gesehen hat, hier sind aber ganz schön viele Water Shards sind hier gerade. Und Kohle. Kohle ist auch gut. So, das möchte ich dann nachher auch automatisieren oben, dass unser... Ja, dieses Aufladeteil, dass das immer gut bekohlt ist, beziehungsweise immer Brennmaterial drin hat, damit wir einfach nur hin müssen und zack aufladen und weiter. Da ist noch mehr Kohle. Dann werden wir auch nicht mal Koks raushauen. Erstmal die ganze Erde hier wieder wegnehmen. Da werden wir auch noch ordentlich von brauchen. Da werde ich mir nachher auch ein kleines Fässchen bauen, wo wir dann die Erde erstmal drin lagern können, solange wir sie nicht brauchen. Und die möchte ich ungern in den Truhen lagern. Das wird uns da relativ sonst schnell alles drin verstopfen vom Platz her. Da wird nicht mehr viel reinpassen dann. In so ein Fass passen ja 64 Stacks eben rein. Und wenn man das Update vom Fass drauf hat, dann passen da 1024 Stacks rein. Oh, Gold. Gold, 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 Gold. Jetzt noch Diamanten und dann bin ich zufrieden. Am besten so gleich, weiß nicht, 7 Stück. So, dann haben wir Gold. Das ist auch schon mal sehr schön. Da ist noch mehr Gold. Zack, mein Gold. So, es lohnt sich doch immer, diese Erdtaschen wegzunehmen. Da findet man meistens irgendwas Schönes hinter. Dann hat man dann so viel Platz hier wieder. 9,2k haben wir noch. Das langt noch ein bisschen. Muss ich die anderen nachher vielleicht doch mal anschnorren, ob sie vielleicht Glowstone schon haben. Ich weiß nicht, ob die schon im Nether waren. Gesagt haben sie es, aber ich glaube dem guten Snoopy das nicht. Der hat da so viel erzählt. Hier 5 Parallelwelten und ich glaube es nicht. Die sind zwar schon ziemlich weit, also weiter als ich, aber so weit auch noch nicht, denke ich. Na nein.
Da werde ich mich dann... Ach, der Snoopy ist da. Da, gerade von ihm geredet, schon ist er da. Das ist ja sehr schön. Aber schnell guten Morgen sagen, guten Mann. Vielleicht kommt er ja ins TS, wenn er möchte. Werden wir dann sehen. Da ist noch mehr Gold. Ah, sehr schön. Wunderhübsch, wunderhübsch, wunderhübsch. Jetzt kriegen wir erstmal ordentlich Gold zusammen. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Goldtaschen sind größer geworden in dieser Version. Sonst findet man immer nur so 3, 4 Stücke auf einmal und jetzt hier gleich so... Bumm. Ich bin mitten... Bin... Nee. So, haben wir ihm auch mal ein bisschen was geschrieben hier. Vielleicht kommt er ja. Ah, da ist er unterwegs, sehr schön. Zack. Hier knallen wir das auch noch alles raus. Noch mehr Redstone. Redstone ist immer gut. So, jetzt müssen wir aber erstmal wieder nach Hause und ein paar Fackeln holen. Und die Kohle hier können wir natürlich auch noch rausnehmen. Das ist auch sehr schön gerade. Aber die kommt uns hier gleich nicht noch was anderes entgegen. Hier, das wäre ja... Jetzt bin ich extra nach oben, habe die Schwerte geholt. Jetzt kommen hier keine Silberfische mehr. Das ist ja dann auch doof. Ja, so, das nehmen wir hier alles erstmal raus. So, das und das und das und das. Das hier auch noch. Gut. Okay, reicht. Erstmal wieder fix nach Hause und dann gehen wir mal gucken, dass wir da... Ich höre doch schon wieder irgendwo ein Skelett. Da ist ja einer. Ein schönen guten Morgen. Das wünsche ich dir auch, ja. Und wie weit seid ihr noch gekommen gestern? Habt ihr noch gut was geschafft? Ja, wir waren gestern noch ordentlich meinen. Ah, schön. Ja, glaube ich, eine Stunde, anderthalb Stunde sind wir rumgeeiert. Und ich bin ja auch gerade auf Diamantentour. Hab noch keinen gefunden, also, aber wir haben auch keine. Wir haben auch keine Diamanten. Eieieiei. Wir haben aber unsere... Eure? Ja, wenn ich die finden würde. Power Suit, nein. Also wir haben gestern alle Fälle weit über 3,5 Stack Eisen geholt. Oha, naja, das ist schon mal nicht schlecht. So. Redstone 7,5 Stack haben wir gefunden. Oh, das ist auch nicht schlecht. Ja, aber Diamanten, das ist so mal so ein Mist hier. Tja. Kommt auch mal mit vor. So, was habe ich da? Ja. Da. Kupfer kann ich erstmal raus. Jetzt muss ich erstmal wieder meinen Koks suchen hier. Wo habe ich denn meinen Koks hingelegt, verdammte Axt? Da ist Kohle. Da ist Koks. So. Schmeißen wir den ganzen Power Armor haben wir auch. Ja, ich habe meine auch schon gebaut. Ich bin hier gerade wild am durch die Gegend eiern. So, jetzt muss ich die aber erstmal wieder aufladen hier. Alter, die braucht aber auch Saft. Das ist ja Wahnsinn. Unsere Maschinen sind auch erweitert worden. Ah, schön. Ja. So, 15,7K habe ich jetzt erst wieder drin im Power Armor. Da muss ich mal dringend zusehen, dass ich da irgendwie ja, mehr reinkriege. So, jetzt muss ich aber trotzdem erstmal zusehen, dass ich den Pulverizer mit dem 20 Gold, die ich gerade gefunden habe, erstmal füttere hier. Ja, mit Gold habe ich gerade eben richtig Glück gehabt, muss ich sagen. Ja, wir nicht so, aber wir haben mit Eisen was nach gestern Glück gehabt. Das Eisen ist auch schon mal nicht verkehrt. Ja, ich brauche noch einen Trichter, merke ich gerade. Hast du schon eine Mine mal gefunden? Eine Mine? Ich habe direkt eine unter mir. Oh, da ist ja Glück. Ich habe direkt drüber gebaut. Das war pures Glück, war das. Also, wenn wir hier bei uns in den Keller meinen gehen, wir haben nur Lava. Man kann keinen richtigen Ansatz irgendwie behaupten, mal zu meinen. Das ist natürlich doof. Ja, in jeder Ecke haben wir einen Lavafluss. Ich habe hier noch nicht einen Lavafluss gefunden. Ich habe zwar schon öfters welche gehört da unten. Ich glaube auch auf der Karte gesehen, aber so richtig einen, ja, auf einen gestoßen bin ich da noch nicht.